Und hier sind wir wieder in Battle Reams. Hier sind unsere Helden. Ja, wir hatten doch noch genau drei Bin Bogenschützen. unterwegs. So, und der Gegner Attacke! sieht ziemlich am Arsch aus. So, hier haben wir unser zweiter Trupp. Ich folge euch Der kommt auf von eurem hier. Weg. Ja, genau, von hinten. Aber irgendwie müssen wir Ich den komischen folge Weg euch. gehen, also bald nicht. So, was ist das jetzt? Eine Vitalitätsgarten. Ah, ja. Wir werden beschossen, das finde ich nicht cool, von diesen riesigen Monstern. Armbrustschützen. Okay, der verreckt ja bald unser Held. Geht mal zurück. Was ist das denn wieder für ein Magier? Rückzug. Wollt ihr mich verarschen? Ihr? So sei es. Den töten. Okay, das sieht irgendwie nicht besonders gut aus. Wo ist unser Trupp? Hä? Feinde? Noch mehr? Na toll. Ach, dann machen wir fertig. Wenn die jetzt verlieren, werde ich sauer. Wie sieht's hier aus? Der hat wieder Energie bekommen, irgendwie. Das ist gut. Für den Clan. Trotzdem muss das erledigt werden. Also macht es platt. Ja, wir werden wieder beschossen. Wie viel zieht er eigentlich ab? Oh Gott, noch mehr. Für die Ehre! Macht sie fertig. Da, schon wieder Wurzelwurzel. Wurzel. Okay. Diese hier sind auf jeden Fall platt. Da, Bauer oder irgendwie, keine Ahnung. Macht sie fertig, Leute. Sind auch noch Gebäude, also langsam geht mir die Mission auf den Sack. Okay, die haben es anscheinend geschafft. Man kann doch stolz sein. Jetzt geht's weiter. Direkt im Weg. Das Gebäude ist bald auch alle. Ja, wir verlieren unsere Bogenschützen von so einem hässlichen Bauern. Also jetzt werde ich sauer. Macht sie platt. Boah, Alter, der regt mich auf. Genau du. Genau du. Geht doch. Kamehameha. Oh, das sind unsere anderen. Unsere anderen. Jetzt haben wir wieder eine coole Armee. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Unsere Kamehameha-Schützen sind da. Man könnte unsere Helden heilen. Unsere Geishas, wo sind die? Da ist einer. Gut. Gut, sehr gut. Zerstört diesen Übungsplatz. Sieht eher aus wie Steinzeit-Uralt-Dinger. Ach Gott, immer diese Wachtürme. Mein Gott. Ich kann nur einen bauen, die Gegner aber irgendwie 100. Jetzt bin ich sie fertig. Ja, schon wieder Wurzel. Ja, unsere Geisha stirbt. Ja, sie ist tot. Sehr gut. Aber wie viel zieht der Penner ab? Wachturm zerstören. Geht doch. Bin unterwegs. Jetzt tötet den. Ja, läuft weg. Nimmt die Verfolgung auf ihr Schwachköpfe. Okay, wo will der hin? Sind die überhaupt noch Gebäude? Bin unterwegs. Noch eine Basis zerstören oder wie? Dann machen wir erstmal hier. Du, da ich bin rein, unterwegs. Du, ja, da rein, du, hier Verstanden. Rein. Genau, du wirst zur Frau. Okay. Ja, mein da. Fürst. Wir haben Punkte. Nein. Naja, wir bilden was aus. Was ist hier? Soldaten werden gestärkt. Aha. Geishas sind weniger anfällig auf Klingenwaffen. Aha. Ah, ja. Da. Du machst das. Wir können weiter schießen. Und ihr. Was ist das denn? Felsbrocken schieben? Ja. Wie darf man das denn verstehen? Einverstanden. Mach ich einfach mal. Sofort. Felsbrocken schieben. Sehr schön. Für die Schlange! Das hat's Erledigt. Jetzt gebracht. Oh Gott. Bin unterwegs. Was soll das? Ein Felsbrocken schieben? Bin ich denn hier gelandet? Okay, es geht weiter. Bin unterwegs. Sieht's hier aus? Du, hier. Die natürliche Heilkraft. Ach, kommt doch. Ach, schon wieder Feind. Ich wusste es. Da. Alles zusammen. Okay,
verstehe, was macht ihr da? Machen Sie ihn fertig. Da, kritischer Treffer. Ja, schon wieder so ein Steinwerfer. Das ist unsere Geisha, keine Ahnung, was sie da oben macht. Okay. Nahkampf sind die nicht besonders gut, aber so. So langsam muss die doch ein bisschen noch am Ende sein. Also ich schätze mal, das ist die letzte Basis gewesen, Leute. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Der macht wieder Kamehameha. Aber, ja. Wenn die jetzt noch mehr Basen haben, irgendwo am Arsch der Welt, dann raste ich aus. Ich hasse große Levels. Ich hasse so welche übermäßig großen verdammten Levels, an denen die überall ihre Basen haben und man überall hingehen muss. Wie auch immer. Bitte sei das letzte Gebäude. Bitte letzte Gebäude. Letztes Gebäude. Kommt schon. Das Spiel ist dann vorbei. Ja. Und. Ja, bin ich gut. Geht doch. Und laden. Und Zwischensequenz. Stehen geblieben. Geht doch. Rauch aus dem Drachenturm. Ja, ich sehe es. Dort ist ein Dorf. Wenn die Soldaten des Lotus schon so weit im Süden plündern, haben sie Schlangenholm bereits eingenommen. Das ist nicht der Lotus-Clan. Mit dem Schlangenauge erwacht auch der Drache. Was? Er will uns damit sagen, dass wir uns beeilen sollen. Der Drache sagt, wir sollen uns beeilen? Es heißt nicht umsonst der Drachenturm. Die Männer sollen weiter marschieren. Heute Nacht rasten wir wieder nicht. Blub. Drachenturm, okay. Der Drache sagt, dass wir uns beeilen sollen. Sehr schön, ihr seid doch alle nicht mal ganz dicht im Kopf. Schlangenholm. Andere Clans sind auch hier. Endlich haben sie sich zum Kampf entschlossen. Sie haben es auf das Auge abgesehen, nicht auf mich. Es sind viele. Noch vor einer Woche waren diese Männer Bauern. Ihr habt zwar Soldaten aus ihnen gemacht, aber die Soldaten des Lotus und des Wolfs sind kampferprobte Recken. Was würdet ihr tun? Wollt ihr euch etwa weitere 7 Jahre in einer baufälligen Hütte verstecken, euren Tee trinken und auf den Tod warten? Immer noch besser als die Bauern zu bestehlen, die darauf vertrauen, dass wir sie beschützen. Elender, ich nehme dich aus wie einen Fisch. Was? Was ist das? Der Schlüssel zu Schlangenholm. Ich habe unterwegs neue Freundschaften geschlossen. Wow, warum hat unser Held eigentlich plötzlich keine Hut mehr? Naja, egal. Viele Schlachten wurden hier bereits geschlagen, aber keine so erbitten wie diese. An diesem Ort wird der Drachenclan neu entstehen und seine Heimat finden. Wir müssen unseren Gegner und jede Erinnerung an ihm auslöschen, damit nichts und niemand mehr die Sicherheit des Clans gefährdet. Sehr schön. Unser Held hat keinen Hut mehr? Was sind das denn jetzt für Feuerwerkskörper, keine Ahnung, Dinger? Okay. Ja. Ziehen wir nach Norden. Bin unterwegs. Sag mal, dass wir hier unsere Basis machen. So, ich gucke jetzt mal, was die T-Taste ist, von denen ihr da spricht. Wow. Drachenalchemie. Hier kann man wirklich sehen, was man bekommt. Alchemiehütte. Übungsblatt. Samurai. Samurai. Beschwörung den Drachen. Okay. Okay. Was gibt's hier? Drachentechnologie. Kampfeigenschaften. Sehr interessant. Okay, jetzt müssen wir aber weitermachen. Und
unsere Zeit ist irgendwie, glaube ich, auch schon wieder rum. So, dann sage ich mal, dass wir hier an dieser Stelle ausmachen. In der nächsten Mission geht es dann weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute, und bis das nächste Mal.